So, heute geht das wieder um die Kohlrabi-Challenge. Wir machen ein kleines Update, wie weit unsere Pflanzen jetzt sind. Die werden jetzt nämlich ins Hochbeet gepflanzt. Und weiter geht es nachher nach dem Intro. So. Jetzt pflanzen wir sie ein. Ihr könnt ja sehen, dass wir die sind relativ groß schon. Jetzt kommen sie hier ins Hochbeet. Und dann wollen wir mal sehen, wie groß sie wachsen. Sind genau, lass mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kommen hier. Dann haben wir noch zwei da drüben und eins in Hochbeet 1. Ja, Geheimmittel. Hornspäne. Mal gucken, ob das was bringt. Ne? Und dann wollen wir mal gucken. Da kommt dann nachher noch so ein Schutznetz rüber. Die liegen da hinten. Mal sehen. Weil es soll heute noch Starkregen kommen. Dass die nicht gleich kaputt gemacht gespielt werden. So, das sind jetzt, wenn die 8 eingepflanzt sind, dann werde ich euch das noch mal zeigen. So, jetzt sitzen wir hier auf die Kohlrabi-Pflanzen. Solche genähten Hauben, die habt ihr ja bestimmt schon mal in anderen Videos gesehen. Kann ich euch verlinken. Das schützt ein bisschen vor starken Regen, weil die Pflanzen sind ja noch etwas klein. Und wir wollen ja die Challenge gut beenden, sag ich mal. Ich hoffe, dass es bis Oktober noch was wird. Ich glaube schon. Und dann werden wir sehen, was im Oktober das Ergebnis ist. Am 1. Oktober. So wird der dann Filmen stehen. Ich werde auch nebenbei immer noch mal die filmen. Und dann werden wir, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber es macht ja nichts, ne? Das ist nämlich ein Naturfilm, hier wird nichts geschönt, sage ich mal so. So, die Hauben, die werden jetzt langsam alle fertig gemacht und rauf. Ich sag mal, tschüss, kostenlos abonnieren, nicht vergessen, Kommentare können auch geschrieben werden, lesen wir gerne, natürlich immer gute Kommentare, ne? Wer liest die nicht? Naja, dann sehen wir uns beim nächsten Film wieder, bis zum nächsten Mal, tschüss.